Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinboss. Und zwar habe ich euch heute ein Set mitgebracht, dessen Hersteller auf diesem Kanal nun Premiere feiert. Und zwar ist es Kogo. Und zwar ist die Kogo HHQ-9B und das ist die chinesische mobile Flugabwehr. Kogo ist ja eine in Deutschland noch recht unbekannte chinesische Klemmbausteinmarke. Dementsprechend ist sie in Deutschland auch nicht einfach zu bekommen, aber da reden wir nochmal drüber. Das, was eigentlich komisch ist an den Sets, ist auch, dass sie von den CE-Kennzeichnungen und allen möglichen Zertifikaten für den europäischen Markt wirklich bereit wären, aber keiner ist wirklich importiert. Jetzt können wir mal schauen, ist das Set so schlecht oder woran könnte das liegen? Wir haben hier auf jeden Fall die Set Nummer 3396A1 und es gibt noch einige mehr Army-Sets von Kogo. Und da haben wir so eine schöne Übersicht hier unten auf der Anleitung drauf. Und zwar haben wir da einmal die 3384, die 3385 und so weiter und so fort durchnummeriert. Und dann haben wir halt die verschiedensten Panzer und Schlachtschiff, wieder noch Raketenabwehrgeschütze und so weiter und so fort. Da sind wirklich interessante Sachen dabei, die man jetzt, wie gesagt, auf dem europäischen Markt eher weniger findet, weil es eben auch chinesische Sets sind. Und wir sind ja eher so Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und eben europäische Panzer, sag ich mal, vom Markt her. Und das wird bei uns gekauft und chinesisch eher weniger. Aber ich finde die auch teilweise mal wirklich cool. Hier habe ich auch zum Beispiel schon mal von Wange den chinesischen Kampfjet vorgestellt. Wenn wir gerade die Anleitung einmal da haben, dann würde ich sagen, schauen wir uns die doch gleich mal genauer an. Wenn wir die aufblättern, fällt uns auf, das ist so ein bisschen im Kirby-Stil. Wir haben natürlich viel mehr Bauschritte auf einer Seite und es ist alles viel kleiner dargestellt. Aber es wird auch hier wieder ausgegraut, was schon gebaut ist. Und das, was noch gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Und das ist auf jeden Fall ein Stil, nach dem ich sehr, sehr gern baue. Insgesamt haben wir in der Anleitung 14 Seiten für 57 Bauschritte. Allein daran seht ihr schon, dass hier wirklich viele Bauschritte pro Seite abgehandelt werden und auch pro Bauschritt dann viele Teile raufgebaut werden. Und dann haben wir nochmal so eine Explosionszeichnung von den Minifiguren, die schauen wir uns auch nochmal an. Und ich würde sagen, Anleitung, alles Wichtige dazu gesagt erstmal, schauen wir uns doch das Set an. Und da haben wir das Set. Und wenn wir das jetzt hier so sehen, dann muss ich sagen, ich halte innerlich schon die ganze Zeit etwas Frust zurück. Wer mich kennt und das Set jetzt so in seiner ganzen Pracht sieht, weiß genau, was ich meine. Aber ich übe mich gerade in Selbstbeherrschung, also hebe ich mir den Rant mal noch für ein wenig später im Video auf und wir reden erstmal über das Set im Allgemeinen. Wir haben bei diesem Set 432 Teile und einen Stickerbogen, der ungefähr so groß ist wie das Land Luxemburg. Sheesh. Das Flugabwehrgeschütz ist ca. 32 cm lang, 8,5 cm breit und am Führerhaus ist es ungefähr, also hier 11 cm hoch und bei den Raketen bis zur Spitze, je nachdem, wie man sie einstellt, wenn man sie nach oben einstellt, ungefähr 14 cm hoch. Aber darüber reden wir noch. Ich muss sagen, es ist alles relativ massiv gebaut und es geht so in Richtung Kobi-Baustyle. Also es wird wenig Luft umbaut, es wird wirklich massiv gebaut und wirklich Stein auf Stein und jetzt nicht da irgendwo noch was verstecken und noch ein bisschen Luft umbauen, haben wir hier relativ wenig. Durch dieses teils verschwenderische Einsetzen von den Teilen und auch wirklich von großen Teilen und nicht nur von solchen Mini-Teilen und eine wirklich gut gemachte Anleitung könnte der Bau eigentlich wirklich Spaß machen. Doch da kommt wieder das Böse. Eigentlich. Und zwar wird der Bauspaß nicht sehr von der Teilequalität getrübt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, viele Teile musste ich nachträglich entgraten. Ein Teil war komplett verzogen und von einigen Teilen geht die Klemmkraft halt einfach von 0 bis viel zu fest. Und das ist wirklich schade, daran muss Kogo massiv arbeiten. Das Set hat aber auch ein paar Funktionen. Da sind die einen besser und die anderen schlechter. Und die erste Funktion, also etwas Positives, ist, das Set kann fahren. Hört sich jetzt nicht sonderlich spektakulär an, aber macht wirklich Spaß in dem Fall. Weil wir haben hier eben ordentliche gummierte Reifen. Die bieten auch wirklich Grip und es ist ein schönes Fahrgefühl. Und die machen beim Abrollen so ein Geräusch, was ihr jetzt gleich hören werdet, was ich cool finde, weil das gibt diesem ganzen Set so eine gewisse Massivheit, also so eine Größe. Wenn ein Fahrzeug so ein großer Laster an dir vorbeifährt, dann hört man so ein Abrollgeräusch. Und das hat man hier auch so ein bisschen imitiert und das finde ich cool. Das macht wirklich Spaß und deshalb macht auch das Fahren. An und für sich wirklich Spaß. Gerade weil man hier auch nicht so sehr darauf achten muss, was man anfasst. Es fällt nicht direkt alles ab wie bei einem Weihnachtsbaum. Die Raketen hier sind mal ein bisschen Schwachpunkte. Da reden wir aber auch noch drüber. Aber trotzdem, sonst wenn man den so anfasst, wie gesagt, das ist cool. Dann haben wir aber ein Problem schon wieder, was auch mit dem Fahren zusammenhängt. Und zwar ist diese Funktion, die wir hier haben,
nicht so gut gelungen, über die wir jetzt reden. Weil wer fahren will, muss auch lenken. Da hat Coco eigentlich eine ganz coole Idee gehabt, weil gelöst wurde das Ganze eigentlich ganz smart mit so einem leichten Denkfehler drin, der dann am Ende die Funktion zerstört. Und zwar haben wir hier ein Kugellager drin. Das seht ihr? Das ist hier frei beweglich, Kugellager eben und so weiter und so fort. Damit kann man tatsächlich so ein bisschen über Gelände fahren, weil eben diese Beweglichkeit drin ist. Und man kann rein theoretisch auch lenken. Das Kugellager ist in dem Fall quasi diese Sattelkupplung, die den Auflieger mit der Zugmaschine verbindet. Aber was für Probleme habe ich denn nun damit? Das erste Problem ist, das Kugelgelenk ist nicht stufenlos einstellbar. Und zwar rastet das hier ein. Und man hat im Endeffekt nur zwei wirkliche Stellungen, in denen es einrastet. Und das ist so ein bisschen einlenken und volleinlenken. Und das ist schade, weil damit kann man kein flüssiges Fahrgefühl kriegen. Also man fährt ja im Endeffekt und lenkt dann ein und dann hat man hier so ein Knacken. Man kann zwar rangieren, aber das macht es wieder schade, weil wenn das stufenlos einstellbar wäre, schön straff, das muss man sagen, das ist cool. Aber wenn es stufenlos einstellbar wäre, dann hätte man da einfach nochmal viel mehr Spaß, weil man dann halt wirklich richtig schön flüssig fahren kann. Und so ist das eben einfach kein schönes Gefühl. Und dann kommt das zweite Problem. Und dafür wechseln wir mal kurz die Perspektive. Das zweite Problem ist, dass wir einen relativ großen Abstand zwischen den hinteren Reifen vom Auflieger und den vorderen Reifen vom Sattelzug haben. Dadurch drückt man das hier, wenn man hier rangeht, sehr durch. Seht ihr das? Das ist schon ein sehr, sehr extremer Flex quasi hier an dem Kugelgelenk. Mir ist das Kugelgelenk jetzt zwar noch nie wirklich durchgebrochen durch diesen Druck, aber selbst wenn es jetzt so dasteht, sieht man, wenn man genau hinschaut, dass es sich hier leicht durchbiegt, obwohl jetzt niemand drückt. Und das ist wirklich eigentlich schade, weil wenn hier noch ein Reifen zum Beispiel wäre, hier noch eine Achse eingebaut wäre, wäre es vielleicht nicht hundertprozentig detailgetreu, aber dann hätte man dieses Problem nicht. Und das bringt beim Spielen, obwohl das wie gesagt sonst stabil ist und auch hält, einfach so ein Gefühl von Unsicherheit, weil man nie so richtig weiß, ob man es jetzt übertreibt und zu fest drückt. Eine wieder sehr cool gelöste Funktion ist das Einstellen von den Raketen hier. Und zwar kann man im Endeffekt hier den ganzen Kopf quasi drehen und schwenken. Eben diesen ganzen Aufbau, auf dem die Raketen sitzen. Und man kann die Raketen getrennt voneinander nach oben oder eben nach unten zielen lassen. Und das finde ich cool. Und so kann man sich, wenn man sich das ins Regal stellt, wirklich so personalisiert einstellen, dass man es von seinem Winkel, wo man es betrachtet, richtig cool findet. Und auch beim Spielen ist das natürlich cool, weil man rein theoretisch damit zielen kann. Wichtig ist natürlich, man sollte nicht zu viel Druck auf die Vorderspitze oder auf die hintere Spitze der Raketen ausüben, weil die sonst relativ schnell abbrechen können. Weil hier ist quasi so eine Sollbruchstelle. Das ist hier alles aufgestapelt und hier ist dann die Sollbruchstelle. Das ist jetzt nicht so instabil, dass es von alleine auseinanderfällt. Es ist auch nicht so instabil, dass es auseinanderfällt, wenn man es mal berührt. Aber es ist eben auch nicht so stabil, dass man da richtig Druck ausüben kann. Die letzte Funktion ist im Endeffekt, dass wir noch Türen öffnen können beim Führerhaus. Also die Türen sind an und für sich stabil gemacht. Die lassen sich auch gut öffnen und schließen. Also dabei hat man keine Probleme. Aber wenn wir ehrlich sind, wer hat sich das ausgedacht? Also man kann die Figuren nicht durch die Türen reinsetzen oder rausnehmen. Man muss die Figuren immer rausnehmen, indem man das Dach abnimmt. Und das Dach abzunehmen ist aber schwierig, weil man es dann schlecht wieder draufkriegt, weil man dann aus Versehen den ganzen Sattelzug auseinanderdrücken kann. Also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht, das müssen wirklich richtige Genies gewesen sein. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, ich nehme mal für euch das Dach ab, damit wir jetzt mal die Figuren anschauen können zumindest. Und die reicht tatsächlich, wenn sie hier drin sitzen, weil die sind unspektakulär. Die Bedruckung vorne auf der Brust ist tatsächlich die einzige. Beide sind eben nochmal mit Helmen ausgestattet. Es sind in Ordnung Figuren, man kann sich dran gewöhnen, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Vor allem haben diese Figuren auch hinten keine Noppe quasi zum Hinsetzen und müssen deshalb nur mit den Füßen befestigt werden. Und deshalb hat man quasi hier, wo das Armaturenbrett wäre, eben Noppen rausstehen, wo man dann also die Figuren ransetzt. Und das ist komisch. Also ich bin nicht der Fan davon. Ich bin eher der Fan davon, von denen, die man wirklich ordentlich hinsetzen kann. Und ich habe ja gesagt, ich übe mich in Zurückhaltung und Selbstbeherrschung. Und zwar kommt jetzt ein kleiner Rant, also wirklich ein kleiner Rant. Wer hat sich diesen Schwachsinn mit diesen Stickern ausgedacht? Der Stickerbogen ist riesig. Und wenn man wenigstens die Sticker
schlau verkleben würde, dann würde ich es ja noch verstehen. Aber das ist eine Sticker-Seuche, die ihresgleichen sucht. Hier werden wirklich Sticker über 5 verschiedene Steine geklebt. Es sieht nicht schön aus, wenn man es geklebt hat, weil überall Lufteinschlüsse drunter sind. Und es ist wirklich so undurchdacht. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und das hat mich so auf die Palme gebracht beim Bau. Das glaubt ihr gar nicht. Dann noch mit der teilweise bescheidenen Teilequalität. Also ich muss sagen, das Set ist, wenn steht, in Ordnung. Ganz ehrlich, wenn es steht, ist es in Ordnung. Die Sticker halten es vielleicht sogar noch ein bisschen zusammen, ne? Akkurat. Aber empfehlen kann ich es euch ehrlich gesagt nicht. Ihr hört es ja schon, ich bin ein bisschen krank. Ich kann jetzt mich nicht 5 Minuten maßlos darüber aufregen, obwohl ich das gut könnte, über diese Sticker-Seuche, die hier verbaut wurde. Aber egal. Ich sag's mal so, ich gebe von meinem Standpunkt keine Kaufempfehlung raus. Wenn euch das fertige Set so super gut gefällt, dann könnt ihr es gerne kaufen. Der Bau war keine Offenbarung, die Style-Qualität ist nicht besonders gut, man hat die riesigen Sticker-Seuchen. Ich kann es euch nicht empfehlen von meinem Standpunkt aus. Wenn euch dieses Set auch, wie gesagt, wirklich so, wenn es da steht, gefällt, von den Funktionen gefällt, dann könnt ihr es kaufen und das auch wirklich zu einem ganz guten Preis. Also ich habe es für 5 Euro gekauft, weil halt Kogo einfach niemand kauft momentan in Deutschland. Und dann ist es teilweise halt gebraucht auf dem Markt und dann könnt ihr euch das holen. Aber neu für 25 Euro, die es sonst kosten würde, würde ich es euch nicht empfehlen. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, könnt ihr natürlich trotzdem gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Könnt auch gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.